Ständig muss ich mein Kind zu den Hausaufgaben antreiben. Mein Name ist Diana Wegel und du bist hier in meiner Hausaufgabenserie. Teil 4, da geht es darum, was du machen kannst, wenn du permanent dein Kind bei den Hausaufgaben antreiben musst. Falls du dich eher fragst, warum dein Kind so unmotiviert bei den Hausaufgaben ist, verlinke ich dir hier nochmal ein Video, dann kannst du dir gerne das anschauen. Hier geht es daran, was du machen kannst, um dein Kind in Zukunft nicht mehr bei den Hausaufgaben anzutreiben. Mein tiefer Wunsch hier an der Stelle an dich ist, du musst auch auf dich achten. Vielleicht geht es dir so, dein Kind kommt von der Schule nach Hause, dann möchte es erstmal was essen, ja, und dann möchte es erst noch was spielen und du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, na, wir müssten jetzt aber wirklich mit den Hausaufgaben anfangen. Was machst du? Erinnerst dein Kind daran? So, wir müssen jetzt aber gleich anfangen. Ja, nee, Mama, erst noch ein bisschen spielen und dann nach 10 Minuten gehst du wieder hin. Ja, wir müssen jetzt aber wirklich anfangen. Ja, nur noch ein ganz kleines bisschen, Mama. Und so geht dieses Spiel immer hin und her. Du bist immer derjenige, der dein Kind antreiben muss, nun endlich mit den Hausaufgaben anzufangen. Ja? Und wenn ihr denn da dran sitzt, dann hast du den Wunsch, die Hausaufgaben müssen fertig werden und treibst dein Kind so lange von Aufgabe zu Aufgabe an, bis die Seite im Arbeitsheft zum Beispiel endlich bearbeitet ist. Hier auch an der Stelle gerne die Empfehlung, schau dir das Video mal an, was du machen kannst, wenn die Hausaufgaben sich bei euch immer ewig hinziehen. Was kannst du machen? Meine Empfehlung an dich ist, lege ein festes Zeitfenster fest. Ein festes Zeitfenster, wo du für dein Kind da bist, um deinem Kind bei den Hausaufgaben zu helfen. Und dann bist du auch wirklich nur in diesem Zeitfenster bereit, dein Kind bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Und so kommunizierst du das auch deinem Kind gegenüber. Zum Beispiel sagst du, schau mal, ich habe ja auch einiges zu tun. Von 14 bis 15 Uhr nehme ich mir Zeit, da können wir zusammen die Hausaufgaben machen. Da bin ich für dich da und da helfe ich dir bei den Hausaufgaben. Und so kannst du es machen, dass kurz vor 14 Uhr erinnerst du dein Kind dran, so in 10 Minuten bin ich bereit, da können wir mit den Hausaufgaben anfangen. Kurz vorher sagst du nochmal Bescheid und um Punkt 14 Uhr sitzt du dann am vereinbarten Arbeitsplatz und bist voll konzentriert da, wenn dein Kind Fragen hat. Sollte dein Kind aber in der Zeit nicht bereit sein, mit den Hausaufgaben anzufangen, dann bist du auch später nicht mehr bereit, deinem Kind zu helfen. Dein Kind, und da musst du wirklich ganz konsequent sein, muss eben genau wissen, okay, das ist die Hausaufgabenzeit und wenn ich die Unterstützung von Mama haben will, dann muss ich auch bereit sein, zwischen 14 und 15 Uhr oder welche Zeit auch immer ihr vereinbart, dann auch wirklich mit Mama die Hausaufgaben anzugehen. Und danach bist du eben nicht mehr bereit. Und das wird vielleicht nicht beim ersten Mal klappen, aber wenn dein Kind weiß, dass du das konsequent umsetzt, dann wird es auch irgendwann in dem vereinbarten Zeitfenster zu dir kommen und die Hausaufgaben mit dir bearbeiten. Das ist also mein Tipp hier in der Serie 4. Vereinbare mit deinem Kind ein festes Zeitfenster und nur in diesem festen Zeitfenster bist du bereit, deinem Kind zu helfen und investiere nicht mehr ewige Diskussionen, nur um dein Kind für die Hausaufgaben zu motivieren.